Ja, willkommen zum nächsten Video dieser PowerPoint-Reihe. In diesem Video möchte ich über einfache Animationen oder grundsätzlich erstmal über Animationen sprechen. Ich habe das einfache Animationen genannt, weil ich jetzt schon weiß, ich werde nicht in sinnvollen Zeit über alles drüber gehen können oder über alles sprechen können, was PowerPoint hergibt. Und deswegen habe ich dieses Animationsthema einfach mal aufgeteilt in mehrere Teile. Und dann gucken wir mal, wie viele Videos wir tatsächlich brauchen, um das alles an den Mann zu bringen. Ja, dann legen wir mal los. So, wir starten wieder mit einer leeren Präsentation und gehen jetzt hier mal auf Animation. Das ist so unser Hauptfenster, mit dem wir arbeiten, wenn wir Animationen implementieren wollen. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal was wir animieren. Gehen wir nochmal kurz auf Start und machen uns jetzt hier einfach so ein Rechteck hin. Und dann wieder zurück zur Animation. Dann sind die hier auch aktiv. Im Prinzip unterscheiden wir vier verschiedene Animationstypen. Das einmal ist der Eingang, der Ausgang, Hervorhebung und Animationspfade. Eingang, das sind alles Animationen, die ein existierendes Objekt von unsichtbar auf sichtbar wechseln. Ausgang von sichtbar auf unsichtbar. Bei Hervorhebung verändern wir es in irgendeiner Form bei den Animationspfaden. Dort ja, kann man sie hin und her schieben. Ich habe in einem Video, ich glaube im ersten war es, schon mal das Verblassen gezeigt. Wenn wir jetzt hier in dem Animationsfenster sind, sieht man hier auch eine kleine 1. Da werden wir gleich drauf kommen, was es bedeutet. Wenn wir in einem anderen Fenster sind, dann verschwindet die. Wenn ich jetzt die Präsentation starte, dann sehen wir dieses Eck nicht. Ich gehe nochmal mit Escape raus. Das Viereck ist da, es ist die einzige Folie. Ich starte die Präsentation, es ist nicht da. Und wenn ich mit der Maus klicke, dann erscheint es eben in diesem Verblassen. Das heißt, es fadet langsam rein. Die Zeit können wir hier auch entsprechend einstellen. Da werde ich auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen später. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann dauert es entsprechend länger, bis es komplett da ist. Gut, was jetzt noch wichtig ist, also ich rate euch dringendst, wenn ihr mit Animationen arbeitet, weil meistens bleibt es nicht bei einer, sondern da sind immer ganz viele Animationen dann drin, dass ihr diesen Animationsbereich hier anzeigt. Und hier sehen wir dann, dass dieses Rechteck hier, dieses Rechteck, das heißt hier jetzt Rechteck 3, der nummeriert es einfach irgendwie durch, dass ihr hier einen gewissen Animationseffekt habt. Und der, das ist dieses Maus-Symbol, manchmal, je nach Bildschirmgröße, ist das Maus-Symbol nicht zu sehen. Dann steht hier nur die 1, das bedeutet beim ersten Klick. So, wenn ich jetzt hier ein zweites Element, machen wir mal einen Kreis. So, gehen wir dazu Animationen. Und jetzt mache ich mal irgendeine andere Animation. Machen wir mal dieses Einfliegen. Dann seht ihr, beim zweiten Klick kommt eben dieser Kreis von unten angeflogen. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder ausführen, erster Klick und dann zweiter Klick. So, soweit schon mal nicht schlecht. Was wir jetzt machen können mit Animationen ist, wir können zum einen die Dauer einstellen, das habe ich gerade gezeigt. Hier sind wir bei 2, hier sind wir bei 0,5 Sekunden. Aber wir können hier auch das Startverhalten beeinflussen. Wir können hier beispielsweise sagen, dieser Kreis, den ich hier gerade ausgewählt habe, der soll mit der vorigen animieren, also mit der vorherigen Animation eben auch erscheinen. Wir sehen hier so, das ist ungefähr ein Viertel, das heißt, ich habe hier 0,5 Sekunden für die Ellipse oder unseren Kreis hier und 2 Sekunden für das Rechteck. Wenn ich jetzt hier klicke, hoppla, dann erscheint es hier langsam und das Ding ist halt schon da. Wenn ich es anders haben möchte, kann ich eben, wenn ich quasi das ein bisschen verzögert hoch poppen lassen möchte, dann sehen wir hier die Verzögerung, gehen wir hier mal auf 1 Sekunde. Und dann sehen wir, dieser grüne Balken verschiebt sich etwas. Und dann gehen wir hoch. Und nach einer Sekunde oder ja, einer Sekunde kommt er dann hochgeschossen. Okay, das heißt, wir können jetzt hier verschiedene Abhängigkeiten einbauen. Eben mit
voriger und der Verzögerung. Was jetzt auch geht, ist, wir können hier nach voriger das Ganze eben realisieren. Das heißt, erst wenn diese Animation vorbei ist, startet diese. Das sehen wir hier auch in diesen grünen Balken. Das heißt, ich klicke wieder. Jetzt ist er da, die 2 Sekunden sind um und danach kommt das zweite Element. So, das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt können wir aber auch, angenommen, ich möchte dieses Ding jetzt wieder zurückhaben, also das soll wieder nach unten verschwinden, dann kann ich jetzt hier auch eine zweite Animation an diesen Kreis dranhängen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben hier zwar dieses hinausfliegen, ich glaube hinausfliegen war es, genau, hinausfliegen. Nur wenn ich jetzt hier drauf drücke, ich mache es mal kurz, dann habe ich jetzt diese alte Animation einfach überschrieben. Und das will ich ja nicht. Ich möchte eine zusätzliche Animation hinzufügen und dafür ist dieser unscheinbare Button hier. Der zeigt mir tatsächlich oder der erlaubt mir, jede beliebige Animation nochmal zusätzlich hinten dran zu hängen. Das heißt, jetzt gehe ich hier drauf und sage herausfliegen. Und jetzt sehen wir, jetzt ist hier eine zusätzliche Animation an der Ellipse 7. Gucken wir uns das mal an. Ich klicke einmal. Dann ist er jetzt da. Und jetzt klicke ich ein zweites Mal. Dann fliegt er wieder weg. So. Und bei komplizierteren Präsentationen kann es durchaus schon mal sein, dass da 20, 30, 40 so Animationselemente hintereinander liegen, weil ich ja jedes Element dann eben einzeln auch animieren muss. Wenn ich jetzt, wenn das Größen- und Platz- oder Abstandsverhältnis von den Elementen sich nicht ändert, dann kann ich sie auch gruppieren und kann dann eben entsprechend die Einzelanimationen zusammenfassen. Das reduziert dann die Einträge hier ein bisschen, aber ja, es ist schon so, dass man meistens flexibler ist, wenn man eben die einzelnen Elemente dann hin und her fliegen lässt oder einzeln animiert. Okay, jetzt ist es so, dass wenn wir jetzt sehr große Animationsbereiche haben und sehr viele Objekte, ist es manchmal wirklich unübersichtlich, dass man jetzt nicht weiß, was ist hier welche Ellipse. Angenommen, wir haben hier wirklich ganz viele Ellipsen mit ganz vielen Einträgen und so weiter, dann macht es manchmal Sinn, diese Ellipsen, ich mache es mal rückgängig, dass es nicht ganz so unübersichtlich ist, dass man diese Elemente benennt. Und das kann man auch machen, indem, wenn ich es hier markiere, taucht hier diese Formformatierungsdialog auf. Und hier haben wir, jetzt muss ich direkt mal gucken, wo ist er? Hier, da ist er, Auswahlbereich. Da gehen wir mal drauf und jetzt sehen wir hier unsere beiden Objekte. Und jetzt kann ich dieses Ding umbenennen. Ball. Was weiß ich. Tor. So. Und jetzt haben wir hier in unserem Animationsbereich eben die Namen stehen. Das ist manchmal einfach übersichtlicher. Ich mache das nur, wenn ich wirklich ganz viele Elemente habe. Aber es hilft tatsächlich dann auch später mal, wenn ich jetzt, wir haben ja beim letzten oder vorletzten Video über Ebenen gesprochen. Da kann ich dann hier, so, wenn ich jetzt hier zwei übereinander liegen habe, angenommen mein Ball ist sehr groß, dann kann ich hier das Tor auch entsprechend markieren und in den Vordergrund bringen. Da muss ich dann nicht ständig hin und her schieben. Aber wie gesagt, es ist durchaus ein bisschen Arbeit, auch diese ganzen Dinger zu benennen. Aber es geht. So. Was ich jetzt, dann machen wir die mal wieder weg. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mal die einzelnen Animationen durchgehen und ganz grob beschreiben, was die denn so tun. Das heißt, ich mache mir mal wieder ein Rechteck. So. Und Animation. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Einfüge oder Eingangsanimationen an. Aber ich werde jetzt wirklich nur die wichtigsten machen, die ich aus meiner Sicht für Präsentationen oder für Videos sinnvoll sind.
Übers Verblassen haben wir schon gesprochen, Erscheinen haben wir auch schon mal gesprochen. Erscheinen heißt einfach, es ist ruckzuck da. Jetzt kann man sagen, boah, für Präsentationen ist es nicht wirklich sinnvoll, weil es ja wirklich keine saubere Animation ist, sondern es ist einfach nur da. Wir werden aber, wenn wir in den fortgeschrittenen Bereich für die Animationen gehen, da werden wir sehen, dass wir das durchaus noch ein paar Mal sinnvoll einsetzen können. So, Einfliegen haben wir gesehen. Bei Einfliegen ist es so, dass ich hier einstellen kann, von wo dieses Ding einfliegt. Also hier von links, von rechts und so weiter. Und mit der Dauer kann man das Verhalten dann einigermaßen einstellen. Grundsätzlich ist es so, wenn diese Animation ein paar Grundsatzeinstellungen hat. Die wesentlichen, die finden wir hier unter Effektoptionen. Aber hier in dem Animationsbereich, wenn ich mit der rechten Maustaste draufgehe, dann sehen wir hier noch Effektoptionen. Und für die allermeisten habe ich hier durchaus einiges an Auswahl. Und ich werde jetzt mal auf die wichtigsten eingehen, später noch auf ein paar abgefahrenere Sachen. Zum einen ist hier das, was ich in dem oberen Bereich hier habe, schon mal als Auswahl nochmal hinterlegt. Und worauf ich jetzt eigentlich mal eingehen möchte, ist dieser gleitende Start. Ich mache den mal, machen wir es ruhig mal auf eine Sekunde und dann hier auf eine Sekunde gleitendes Ende. Hoppla. Und halt, ich muss erstmal hier natürlich hochgehen. Gehen wir mal auf 3 Sekunden. Dann nochmal auf die Effektoption. Gleitender Start eine Sekunde, gleitendes Ende auch eine Sekunde. Und so. Jetzt schieben wir es ein bisschen rüber, dass man den Effekt besser sieht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Verhalten sich geändert hat. Ich klicke drauf. Was jetzt passiert ist, er geht nicht mit der maximalen Geschwindigkeit los. Ich mache, zeigt es nochmal im Vergleich mit dem zweiten. Hier mache ich jetzt die gleitenden Start und Ende auf 0. Und ich lasse es mit dem vorigen beginnen. Jetzt muss man ein kleines Rechteck rennen. Und wir sehen, dass es einfach ein bisschen weicher startet und stoppt. Okay. Effekt wieder raus. Dann Wischen ist noch etwas, was ich relativ häufig brauche. Da kann man eben irgendwelche Pfeile mit Wischen mal übernehmen. Also Animation, Wischen von links. Und so. Und jetzt können wir hier eben tatsächlich an der Stelle beispielsweise das Verblassen einbauen nach dem vorigen. Und dann haben wir hier schon mal einen ganz netten Effekt. Gut. Alles andere ist relativ unsinnig, außer das Zoom. Das ist dann noch eine Sache. Gucken wir uns das nochmal an. Und da ist er dann. Das kann man tatsächlich auch hin und wieder mal sinnvoll einsetzen. Dann, wenn wir hier auf weitere Eingangseffekte sehen, sehen wir hier noch jede Menge mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles Kokolores. Das ist wirklich, ja, too much dann. Also die ich jetzt euch gezeigt habe, ich glaube, das sind die wichtigen. Und genau die gibt es natürlich dann auch. Machen wir den nochmal weg. Gibt es natürlich auch für den Ausgangseffekt. Also verschwinden ist nichts anderes wie er ist da. Ich klicke drauf und ruckzuck ist er weg. Dann haben wir verblassen. Dann haben wir unser Herausfliegen, unser Wischen und den Zoom. Das sind mal die wichtigen. Raus damit.
Die nächsten Effekte, über die ich mal kurz gehen möchte, sind diese Hervorhebungselemente. Zum einen das Rotieren ist relativ wichtig. Hier gehen wir direkt mal auf die Effektoptionen. Und hier kann ich jetzt den Winkel einstellen. Und zwar gehen wir mal auf 45 Grad. Und hier ist jetzt wichtig, dass sie einfach nicht wegklickt, sondern auf Enter drückt, sonst übernimmt das nicht. Und dann dreht er sich halt um 45 Grad. Ich mache es mal so, dass man es noch ein bisschen klarer sieht. Und er dreht sich dann um 45 Grad. Aber, und das ist für das ein oder andere, für die ein oder andere Drehung ein bisschen doof, eben immer um die Mitte. Das heißt, ich kann hier nicht irgendwie einstellen, dass er über irgendeinen anderen Drehpunkt dreht. Und das ist, vielleicht werden sie es irgendwann mal einbauen, aber das geht momentan nicht. Wenn ich jetzt aber irgendwie sowas machen möchte, dass er sich um, na, so, die Höhe ist okay, die Breite nicht. So, und dann richten wir es aus links. Wenn ich jetzt möchte, dass er sich um diesen Punkt hier dreht, dann habe ich ein Problem. Weil, gruppieren wir das Ganze mal. Gruppieren, Animation, rotieren. Wir sehen, es ist immer die Mitte. Und hier gibt es einen kleinen Trick, wie wir das Ganze eben doch noch hinkriegen. Kopiere das jetzt mal, richte es so aus, dass es wirklich hier auch an diesen Kreis bündig ist. Und jetzt schiebe ich die mal nach oben. So, jetzt sieht man natürlich diesen Kreis nicht mehr, das ist aber kein Problem. Ich kann ja den Fülleffekt wegmachen und jetzt gruppiere ich das Ganze und Animation rotieren. Jetzt dreht er genau um diesen Kreis und dieses Ding hier kann ich jetzt auch Start, keine Kontur, und wenn ich es jetzt drehen lasse, sehen wir, dreht er da genau rundherum. Also ein kleiner Workaround, funktioniert aber. Ich warne euch jetzt aber noch mal ganz kurz, und zwar, wenn ich diese Gruppierung, weil ich habe jetzt hier ein Gruppierungselement, wenn ich diese Gruppierung aufhebe, also ich klicke jetzt gleich hier mal auf Gruppierung aufheben und jetzt achtet mal hier in diesem Animationsbereich, was passiert, das Ding ist weg. Und auch beim Wiedergruppieren, das ist verloren. Das heißt, baut euch bitte die Elemente erst zusammen und so, dass ihr hundertprozentig sicher seid, die sind so korrekt, und dann erst die Animation. Das heißt, die Animation sollte immer erst das Letzte sein, weil sonst habt ihr hier relativ viel Arbeit in den Sand gesetzt. Okay, dann machen wir das wieder weg hier. Dann haben wir noch den, wo ist es, das Vergrößern. Das ist auch ein Effekt, den ich relativ häufig brauche. Und gehen wir auch mal mit der rechten Maustaste, Effektoptionen. Und hier ist das Gleiche wieder. Wenn ich jetzt hier etwas ändere, beispielsweise 50, dann vergrößere ich nicht, sondern ich verkleinere. Wieder mit Enter das Ganze an bestätigen. Und dann wird das Ding entsprechend kleiner. Also soweit auch eine ganz praktische Sache. Dann, gut, über die Ausgänge haben wir besprochen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Linien. Bei den Linien ist es so, dass ich bei der Animation einen End- und einen Anfangspunkt habe. Und der Anfangspunkt, der ist hier grün, der Endpunkt ist rot. Und machen wir es mal ein bisschen schneller. Und jetzt sehen wir hier, ich klicke und dann wandert der darunter. Jetzt müssen wir aber aufpassen, ich kann jetzt diese Linie nehmen
und woanders hinpacken. Jetzt schauen wir uns an, was passiert. Er springt auf den Anfangspunkt und geht dann rüber. Also da bitte aufpassen, das passiert manchmal, dass man das nicht genau platziert. Das heißt, wir können jetzt hier das Ganze nochmal hier drauf packen. Ich zoome dann immer so ein bisschen drauf, damit ich genau sehe, ob das auch wirklich jetzt alles passt. Jetzt sehen wir hier an der Seite, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier. So. Und dann sind wir wieder sauber. Gucken wir uns das nochmal an. Gut. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Und zwar Animation. So. Ein wichtiger Punkt. Ich kann jetzt das Ding weiterlaufen lassen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine weitere Animation hinzufügen. Auch wieder eine Linie. Und die kann ich jetzt, jetzt kommen wir eben auf das Wichtige, auf mit diesem Anfangspunkt hier drauflegen. So, zoomen wir nochmal hin, ob das einigermaßen passt. Genau auf diesen roten Punkt. Und was jetzt passiert ist, wir gehen runter und wieder hoch. Und das kann man jetzt eben auch danach machen, nach vorheriger. Und dann klick und dann geht er wieder hoch. Und das kann ich jetzt wirklich beliebig machen und habe so meine Animationselemente eben hintereinander geschaltet. Gut, schauen wir nochmal, was uns hier dieses, nehmen wir den nochmal raus, diese Linien alles bieten. Und zwar kann ich jetzt hier beispielsweise einen benutzerdefinierten Pfad machen. Das heißt, ich kann hier rübergehen, rübergehen und raus. Okay? Und jetzt sehen wir hier, das ist so ein Pfad. Machen wir das mal. Schieben wir den noch ein bisschen raus. Wir können ihn jetzt hier vergrößern. Dadurch verschiebt sich der aber. Das heißt, es ist keine gute Idee. Sehr viel besser ist es der rechten Maustaste, und jetzt sehen wir hier wieder diese Punkte bearbeiten. Das hatten wir ja auch schon bei der Freihandform. Jetzt kann ich den hier rausschieben und genau wie bei der Freihandform auch, ich kann den Punkt glätten. Na. So. So. Oder als Übergangspunkt formatieren. Dann nimmt er sogar beide. Also nicht ganz das Verhalten der Freihandform, aber ausreichend ähnlich. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was jetzt dieses Ding macht. Und ja, raus ist er. Es ist so, ich habe jetzt hier einen Gesamtweg und ihr seht so ein bisschen, es sieht ein bisschen schräg aus, weil er hat einen gleitenden Start und dann ist die Geschwindigkeit komplett identisch. Das heißt, wenn ihr wirklich einen Effekt haben wollt, wo eben die Geschwindigkeiten unterwegs sich ändern, dann müsst ihr das wirklich aus einzelnen Pfadelementen zusammensetzen. Aber das wäre dann schon ziemlich high sophisticated. Aber wie gesagt, es funktioniert. Also da könnt ihr jede Menge Quatsch machen. Gut, nehmen wir den nochmal raus. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Effekteigenschaften. Da wollte ich euch noch was zeigen beim Rotieren. Und zwar können wir jetzt hier nochmal reingehen. Effektoptionen. Und ich kann jetzt hier die Dauer hinterlegen. Ja, das sind die 2 Sekunden, das haben wir da gemacht, aber ich kann auch die Wiederholung realisieren. Das heißt, bis zum nächsten Klick soll der rotieren. So, und jetzt rotiert der. Gehen wir nochmal auf. Ich klicke. Er rotiert und rotiert und rotiert und rotiert. Ja, und bis ich wieder einen Klick mache. Hoppla. Dann braucht man natürlich noch eine andere Animation.
Machen wir hier irgendwas. So, und den machen wir Animation verblassen. Und gucken wir es uns nochmal an. Also er rotiert. Und beim nächsten Klick bleibt er dann stehen. Wenn ich jetzt hier in dieser Animation nicht bis zum nächsten Klick, sondern bis zum Ende der Folie mache, dann klicke ich hier und er rotiert und rotiert und rotiert. Und wenn ich draufklicke, rotiert er weiter. So, alles andere würde ich jetzt sagen, müsst ihr euch selber mal angucken und euch ein bisschen schlau machen. Ich will jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten noch mal zeigen, auf was man achten muss, wenn wir Animationen kombinieren. Und zwar mache ich jetzt mal Folgendes. Ich lasse den erscheinen. So. Also, erscheinen. Oder machen wir verblassen. Das ist schöner. Und danach möchte ich, dass der hier nach oben wandert. Das heißt, wir haben einen Animationspfad. Es gibt auch noch ein paar, wo er dann direkt nach rechts oben wandert, aber das ist erstmal egal. So. Hoppla, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Vorhin sage ich es noch, jetzt mache ich es selber. Animation hinzufügen, Linien. Sonst hat er mir den alten ja rausgeschmissen. Und diese Linie machen wir jetzt hier oben hin. So. Also er erscheint und dann wandert er hier hoch. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass er da oben hin wandert, aber sich verkleinert. Also Animation hinzufügen. Und jetzt haben wir hier Vergrößern. Rechte Maustaste. Effektoptionen. Und jetzt gehen wir hier mal auf 50%. Okay. Und mit vorigen. Schauen wir uns das an und lassen den mal hochlaufen. Jetzt sehen wir, das sieht ein bisschen doof aus. Das liegt an diesem gleitenden Start und Ende. Ich habe hier jeweils eine Sekunde gleitender Start, gleitendes Ende. Und hier habe ich es nicht. Und deswegen sieht es so künstlich aus. Wenn ich jetzt hier jeweils eine Sekunde eingebe und mir das nochmal anschaue, dann sieht es ziemlich flüssig aus. Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt folgendes. Wenn ich jetzt hier bei der nächsten Folie dieses, nehmen wir die Animation mal raus, bei der nächsten Folie dieses Rechteck auch haben möchte, hier ist es nach oben gewandert, jetzt ist es hier wieder unten. Wenn ich es jetzt hier wieder hochwandern lasse, dann habe ich diese Animation zweimal. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jetzt hier oben dieses Rechteck quasi ja, in 50% Größe. Das heißt, ich nehme es mal raus und gehe jetzt hier auf die Eigenschaften. Da waren wir auch schon mal beim Video. Größe und Seitenverhältnis skalieren, fixieren 50%. Und jetzt packe ich das hier hin. So, Steuerung X, ich schneide aus, gehe auf die nächste Folie, Steuerung V. Problem. Jetzt bitte mal genau auf dieses das Rechteck achten. Das springt jetzt so ein bisschen. Ja, es ist nämlich nicht ganz genau an der richtigen Stelle. Jetzt könnte ich das ganz langsam anpassen oder ich könnte Folgendes machen. Ich packe es jetzt hier wieder hin. Und ich schaue jetzt, dass ich hier das einigermaßen mittig ausrichte. Das Problem ist jetzt, die Größe von dem, was ich hier nach oben schiebe, ist eine andere wie die Größe von dem. Also machen wir Folgendes. Das ist hier mittig, gibt es ja diese Anknüpfpunkte, über die haben wir auch schon gesprochen. Ich gehe hier drauf. So. Jetzt gehe ich hier hin. Mache wieder meinen Animationspfad. Und wenn ich das jetzt hier genau auf dieses Kreuz hier packe,
dann müsste es entsprechend passen. So, gehen wir hier drauf, nehmen wir das raus und gucken mal, ob das auch wirklich passt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, das heißt, ich kann jetzt dieses Ding auf die nächste Folie packen und theoretisch den hier rausnehmen. So, nächste Folie. Und wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, ich zeige es nochmal. So, Achtung, jetzt genau auf das Rechteck gucken. So ein bisschen verändert sich's. Und um diesen Effekt auch noch rauszukriegen, kopiere ich jetzt dieses Rechteck, gehe hier rein und mache jetzt Folgendes. Animationsbereich. Ich sage jetzt, dieses Rechteck soll erscheinen. Ja, und zwar genau nachdem das vorherige fertig geworden ist. Das heißt, der wandert hier hoch und sobald er oben ist, soll das hier erscheinen. Und dieses da, was hochgewandert ist, das soll verschwinden. Und zwar nachdem das andere erscheint. Dieses Erscheinen hat ja null Zeit. Das heißt, in null Zeit wechseln einfach diese beiden ihre Existenz. Ja, und wenn man das jetzt mal macht... So, jetzt ist es sauber rübergelaufen. Jetzt wechsle ich auf die nächste Folie und ihr habt nichts gesehen. Zum Beweis nochmal, ich mache jetzt hier nochmal Start im Kreis hin, dass wir sehen, was die nächste Folie ist. Also, es erscheint, geht hoch, nächste Folie. Es hat sich nicht verändert. Liegt einfach daran, dass ich hier eben wirklich diese beiden austausche. So, das ist jetzt schon fast ein bisschen fortgeschrittenes Animieren, aber diese fortgeschrittenen Animationen, die kann man noch ins Unendliche treiben. Und genau dafür werde ich jetzt noch ein weiteres Video mal zum Besten geben. Das machen wir in dem, mache ich im nächsten Video, weil sonst wird es hier wieder zu lang. Meine Videos tendieren eh ein bisschen dazu, zu lang zu werden. Und dranbleiben und beim nächsten Mal machen wir dann wirklich ein paar abgefahrene Sachen. Also, bis zum nächsten Mal.